Hallo, liebe Freunde von Tilt Brush. Willkommen zu einer wundervollen neuen Runde von Tilt Brush. Dem Spiel, in dem wir Zeug machen können. Ich bin gerade scheiß angepisst, weil... da ist eine schicke Sonne da oben. Weil ich gerade eben versucht habe, Halbjob aufzunehmen. Und die ganze Zeit mein PC gestürzt ist, hat mich voll angepisst. Deswegen machen wir eine geile Runde, wie heißt das? Tilt Brush. Geiles Tilt Brush. Und... ich wollte ja eigentlich jetzt in dieser Folge Oh Shit S malen. Würde ich prinzipiell auch machen. Problem ist nur, dass ich das schon heute gemacht habe und ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Deswegen ist allerdings wieder mit der scheiß Audio. Deswegen werden wir heute einen anderen Veteranen zeichnen, nämlich Flauschi. Und die Folge, wo ich dann Oh Shit S gezeichnet habe, beziehungsweise die Stelle, die werde ich am Ende einfach dran schneiden. Das wieder mit der crappy Soundqualität. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr das gerne sehen. Und wenn nicht, dann nicht. Malen wir Flauschi! Ein liebliches Wardlu. So, zuerst sollten wir... warte mal, muss ich mal das ausprobieren. Mirror Mode. Na, shit. So, ich nehm dich. Shit, hä? Old Grip. Oh, okay. Denn der Mirror, der kommt dahin, okay? So, das bedeutet... ich sollte doch jetzt eigentlich in der Lage sein, eine coole Kugel hier zu zeichnen. Das ist nicht der Mirror, den ich mir erhofft hatte. Aber gut. So, doch. Das gefällt mir echt ganz gut soweit. So, ich muss noch die Kugel machen. Das ist der Körper von Flausch. Er ist so kugelig und rund und liebenswert und so flauschig. Dieses majestätische Pokémon. Wir erkennen es schon jetzt. Okay, warte, der letzte. Der letzte Strich, der war nicht gut. Ich kann schon jetzt erkennen, wie das zu einem majestätischen Flauschi wird. Jetzt noch wüsste, wie ich da am besten rankomme. Ja, das war wieder scheiße. Ich komme nicht richtig ran. Das ist gerade ein Problem für mich. So. Schauen wir mal einfach so. So und so. Machen wir da noch ein bisschen so. Und so. Und das war scheiße. Mein Gott, ich habe mein Talent verloren. Egal, nehmen wir das als Basis. So, runder Körper, den haben wir. Das bedeutet... als nächstes würde ich gerne mit Remote wieder deaktivieren, dankeschön. Als nächstes brauchen wir die flauschigen Flügel. Wisst ihr was? Die werden wir aus Rauch machen. Rauch. Ja! Oh mein Gott! Das funktioniert wirklich! Oh mein Gott! Es bewegt sich dadurch sogar. Flauschi, du bist zum Leben erwacht. Oh mein Gott. Flauschi. Oh, ich dachte nie, dass ich jemals so lebendig sehen würde. Also, obwohl du tot bist. Schon so oft gestorben, Flauschi. Ich werde dich immer wieder beleben, okay? Verspreche ich dir. Immer wieder beleben. Okay? Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Ja. Gott, ich sollte öfter mit Rauch zeichnen. Scheint mir ziemlich cool zu sein. Dann kann ich da eigentlich auch noch ein bisschen so. Jetzt auch angeschlossen. Das ist gut. Das sind majestätische Flügel, die sich sogar bewegen. Das macht mir ein bisschen Angst. So, das heißt als nächstes brauchen wir natürlich die Augen. Nehmen wir einfach Duct Tape und zwar so klein, wie es nur geht. Ich meine, wenn man nicht ganz so fest drauf drückt, dann... warte mal. Was zum Fick ist das? Das soll weiß sein. Das ist was, was... das ist weiß, oder? Das ist mir scheißegal, wie die Belichtung hier ist. Das ist nicht weiß. Ich brauche was anderes. Nehmen wir Licht. Wir malen mit Licht. Oh mein Gott. Es sieht schon wieder sehr viel diabolischer aus, als es sollte. Oh Gott. Okay. Ach, tu mir nichts. Ich nehme die Hände hoch. Tu mir nichts. Okay. Ist friedlich. Okay. Gut. Oh shit, es wird mich umbringen. Lauf! Okay. Ich hoffe, es sieht uns nicht. Ich sollte... Hilfe schreiben. Ausrufezeichen. Ich glaube, hier sieht mich niemand. Dann, oh fuck, ich verliere gerade mein Gleichgewicht. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir sind hier ziemlich allein. Okay, stellen wir uns die Gefahr. Flauschi. So hat er dem nicht so gemeint, okay? Verstehe mich nicht falsch. Und niemand hat dir Hilfe geschrieben. Das ist eine Sache, die nicht passiert ist, okay? Gut, dann würde ich sagen, du bekommst ein kleines Schnäbelchen. Denn ein kleines Vöglein wie du sollte einen schicken Schnabel haben. Irgendjemand spielt was auf Steam, cool.
Ein Schnabel? Du Scheiße, du kommst direkt aus der Hölle, du Monster. Du brauchst natürlich noch Beine. So, shit. Beine und Krallen. Krallen, die dazu da sind, um jemanden umzubringen. Ich habe Angst. Ja, das gefällt mir gerade besser, als es sollte, dieses Flauschi. Es ist so diabolisch. Das ist ein Monster. Oh Gott, das könnte mich umbringen. So, ich glaube aber im Auge, was da noch fehlt, ist ein bisschen... Das sieht man überhaupt nicht, oder? Oh fuck. Oh, da kommt ein Laser raus. Oh shit. Warte, jetzt kann ich besser. Erstmal müssen sie tiefrot sein. Und dann im Idealfall vielleicht sogar gerade. Es ist nicht gerade. Aber weißt du was? Ich mag deine Laserstrahlen aus deinem Auge trotzdem. Ich meine, du machst mir immer noch ein bisschen Angst, verstehe mich nicht falsch. Aber das hat was. So, da würde ich sagen, was auf jeden Fall bei dir noch vorhanden sein sollte, ist im Hintergrund einfach. Du Scheiße. So Flauschi. Der Eroberer des Weltraums. Flauschi, was hast du mit Freezer getan? Ich kann doch nichts dafür. Das ist ein Familiengeschäft. Okay, warte mal. Das würde ich eigentlich gerne noch weiter nach oben machen. So, und dann noch der Rotor noch ein bisschen. Und. Shit. Oh, in der Mitte noch. Okay, Flauschi, ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen beängstigend aus, aber ich weiß, was dich wieder aufmuntern wird. Pass auf. Zwar indem wir einfach. Wir erinnern uns daran, dass du euch ein liebes Pokémon bist. Yay! Es sieht nicht lieb aus. Es hat nicht so klappig geplant. Oh Gott. Oh, Glut! Auch noch Glut! Glut, die überall hier rauskommt. Ich darf das breiter machen. Yeah! Glut. Glut ist das, was wir brauchen. So, dann noch ein bisschen gelbe Glut. Gott, dieses fucking Tiltbrush. Das macht halt echt so viel Spaß, verdammte Scheiße. Ups. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Noch ein bisschen hier. Noch ein bisschen da. Ja. Und dann Flauschen sehe ich. Ich denke, da sollten wir vielleicht. Wisst ihr was? Da gehen wir noch ein bisschen mit der Glut. Bisschen hellblau und dann. Im ganzen Körper habe ich das eigentlich so ein bisschen. Ja. Es ist von der Macht durchdrungen. Und dann noch an den Flügeln. Oh, das gefällt mir gerade richtig gut, der Effekt. Au, 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 der Laser, au. Okay. So, bei den Beinen würde man natürlich sagen, braucht ihr da noch sowas? Nee. Absolut ausgeschlossen. Und dann. Das große Finale brauchen wir noch. Shit. Das war nicht das, was ich wollte. Da würde ich gerne einen Rückgang machen. Da wollte ich Rauch. Ist das schwarzer Rauch wirklich? Er ist nicht in dem Ausmaß schwarz, wie ich mir es erhofft hätte. Aber gut. So, komm schon. Auch ein bisschen mehr Rauch. Ja, wisst ihr was? Der blaue Rauch erfüllt seinen Zweck auch. Da hier auch nichts gegen. Verdammte Scheiße, dieses Flauschi. Ich bin ein bisschen begeistert davon. Und wisst ihr, was wir jetzt noch brauchen? Nein, kein Regenbogen. Macht ihr nicht lächerlich. Ach, Splitter? Ja. Es blutet ein bisschen blaue irgendwas Materie. Was Flauschi eben so bluten kann. Ja, shit. Dann ist der falsche blaue Ton. Etwas heller. Ja, danke. So. Ja. Und. Finde ich die Tropfen gut oder nicht? Ich glaube, ich stehe eher neutral gegenüber, aber. Verdammte Scheiße, ich bin ein bisschen begeistert von dem Flauschi. Okay. Oh, wisst ihr, was wir noch machen? Oh mein Gott. Das wird super. Pass auf. Die strahlen noch ein bisschen stärker zu machen, machen wir. Und.
Gott. Nee, das gefällt mir auch noch nicht. Was wir jetzt brauchen, ist der Radierer. Wo ist der Radiergummi? Da, Eraser. Piup. Piup. So, dann. Ich habe mich nämlich für andere Laserstrahlen entschieden. Etwas diabolischere. Nämlich für die. Und. Ja. Yeah. Ich möchte nicht sagen, aber das ist, glaube ich, bisher mein Lieblings-Flauschi-Fanart. Und es ist von mir. Yeah. Ich glaube, irgendwas fehlt da noch. Irgendwas fehlt noch. Wisst ihr, was fehlt? Natürlich, es muss blau sein. Es ist eine Ebene von, wo das alles herkommt. Und das ist, es stammt alles aus einem einzigen Regenbogen. Ein Regenbogen. Fuck. Gefällt mir nicht. Suchen wir nochmal. Was ist mit dem? Sieht ein bisschen sehr aus wie eine Spirale. Nein, gefällt er mir auch nicht. Lassen wir den Regenbogen weg. Ich glaube, dafür habe ich diesmal keinen Platz. Aber ich könnte noch einfach... Nee, ist ja gut. Schmutzisko, geh weg. Geh weg. Ob ihr es sehen könnt, weiß ich jetzt nicht, aber wurde mir jetzt angezeigt, so am Boden noch so ein bisschen... Ja. Hier wurde überall hingesplattert. Das ist das Blut. Oder die Aura des tödlichen Flauschi. Okay. Ja, es ist gut. Oh Gott, das ist echt super. So, und ich glaube, in der Mitte sollte ich das noch dunkler machen. Ja? Ja, das ist, glaube ich, zu viel zu guten. Ja, wobei. Oh Gott. Puh, oh Gott. Ja, das da unten ist, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir da unten noch machen? Mach noch ein bisschen Feuer raus. Und. Ja. Yeah. Das gefällt mir. So ein bisschen. So, dann brauche ich noch ein bisschen ganz klar Rauch. Oh ja, der Rauch, der geht einfach von dem Feuer zu dem Planeten über. Ja. Vom Feuer zum Planeten. Okay. Und dann brauchen wir da unten ganz klar. Habt ihr schon gedacht, wir brauchen noch ein bisschen die Funken. Nur wenn die Funken sprühen, haben wir ein richtiges Feuer. Gut. Ich weiß nicht genau, was das hier jetzt darstellen soll, aber verdammte Scheiße, es gefällt mir gut. Jetzt lass mich mal eben ich will kein Screenshot, kein Video, ich will ein GIF. Ein Flauschi. Okay. Ich muss jetzt zusammenreißen. Ein Flauschi-GIF. Los. Ich habe ein GIF von Flauschi! Gut, liebe Leute, wisst ihr was? Flauschi, ja, ist ja gut jetzt, geh weg! Ist ja gut jetzt, habe ich gesagt! Dann bin ich wohl mit der Scheiße! Ugh, weg! So, ich würde sagen, das Flauschi finde ich so gut, dass ich es gerne speichern würde. Speichern. In mein Sketchbook. Habe ich das gespeichert? Ja, das ist mein Gallery-Icon. Save Sketch, yes. Gut, wir haben es gespeichert. Das bedeutet, jetzt können wir noch das machen, worauf wir alle gewartet haben. Wir machen es kaputt. Wir bestreichen das einfach. Falls ihr mal umgezogen seid, wisst ihr, wie das Ganze läuft. Man überstreicht es einfach, man sieht nichts von dem, was davor mal war. Noch ein bisschen mehr. Einfach überstreichen. Ich glaube, mir klebt ein Blatt Papier am Boden. Wo kommt das her? Wahrscheinlich irgendwann vom Tisch geworfen. Ah, oh, fuck. So, einfach überstreichen. Und keiner wird sehen, dass hier jemals irgendwas war. Drüben noch ein bisschen. Na, fuck, das da unten. Das nervt mich. Ich sollte auch mal eine Landschaft machen. Habt ihr gesehen, wie es gerade eben durchgeleuchtet hat? Das war eigentlich relativ cool. So. Gut. Fuck, Blatt. Ich weiß nicht ganz, was das sollte.
Ich glaube, wir sollten auch hier die Schuld auf jemanden dafür schieben. Ich weiß auch schon genau unseren Mann dafür. Ricky, du Monster! Wie kannst du es wagen? Ich sollte auch noch eine Unterschrift hinhauen. M-O-G. Ich kann keine Unterschrift. Okay, cool, wie auch immer. Kann ich das auch wieder wegmachen? Ich will meinen Flow schon wieder sehen. Das war Bullshit und Zeitverschwendung. Weg. Yes! Boah, die Flauschi ist so gut. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, da war Flauschi soweit. Wenn ihr noch Rohshit essen wollt, dann das kommt danach. Wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Du Monster. Aber ich möchte dich nur um eine Sache bitten, Flauschi. Gib mir einen Kuss. Hi. Okay, liebe Leute, ich habe gerade seinerzeit eine wundervolle neue Runde Tiltbrush. Wie es sich bewegt. Okay, Tiltbrush, das bedeutet, wir haben hier ein geiles Podest vor uns. Auf diesem Podest werden wir, wie der Künstler, der wir sind, ich stütze meinen Arm übrigens gerade im Stuhl ab, auch wenn die Begrenzung bis dahin geht, wie auch immer, der Künstler, wie wir sind, müssen wir natürlich dieses Mal uns einem ernsthaften Meisterwerk stellen. Dieses ernsthafte Meisterwerk wird... Ich kann es eigentlich da unten gleich mal hinschreiben. Warte, ich mach gleich mal das Schild dafür. Moment. Nicht schwarz für außen rum. Und zwar brauchen wir dafür ein Schild. Das ist nicht schwarz, aber das ist okay. So, dann brauche ich noch Duct Tape in der Mitte. Das machen wir weiß. Dann schwingen wir hier rein. Wir schwingen hier rein. Wir schwingen hier richtig rein. Ich weiß, wie Künstler sprechen. Ich weiß das so. Das ist ein Schild. Und dann klopfen wir den Teufel aus diesem bösen Pinsel raus. Raus mit dir, du Teufel. Raus. So, das war erfolgreich. Dann würde ich sagen, brauchen wir einen Schriftzug, um den Namen dieses Meisterwerks wirklich zur Schau zu stellen. Und der Name ist... Oh. Shit. Ich hab nicht genug Platz. Oh, shit. Ich sollte meine Pfandflaschen wegstellen, bevor ich sowas aufnehme. Oh shit, S. Gut, ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall einen guten Plan und das T sieht sehr zum Aus von hier oben. So, wir haben einen guten Plan. Das bedeutet, wir müssen dem Plan irgendwie nachkommen. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe noch nie was in der Richtung gemacht. Es wird relativ schwer. Also auch nie irgendwie was Richtiges. Also erstmal brauchen wir... machen wir erstmal die Füße. Die Füße machen wir zuerst. Das war scheiße. Oh, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Auch keine Ahnung. Oh, ich kann es noch kleiner machen. Das hilft. So, wir machen den Körper. So. Das ist ein bisschen sehr klein, aber das ist okay. Und oh shit, es war natürlich ein bisschen... Es war immer ein bisschen pummeligeres Pokémon. Das wissen wir natürlich. Ach Gott. Das wird nicht gut gehen. Ja, wir versuchen es zu malen. Ach du Scheiße, das gefällt mir jetzt schon nicht. Ich weiß noch nicht richtig, wie ich mit dem Programm umzugehen habe. Deswegen verzeiht mir, liebe Leute, ich arbeite daran. Aber es geht hier nicht um das Ergebnis, sondern um den Weg und um das, was dieses Kunstwerk für uns bedeutet. Für uns als Künstler. Das ist natürlich das, was wir uns merken müssen. Ich meine, es ist klar, dass wir jetzt nicht der nächste Van Gogh werden, aber... Ich denke, Da Vinci sollte drin sein. So. Das ist echt scheiße. Egal. Machen wir die Ohren. Ja, die Ohren gefallen mir besser. Ja, wisst ihr was? Auf die Ohren kann ich mich einlassen. Weil ich halt jetzt noch wüsste, wie Oh Shit es wirklich aussah. Weil das ziemlich super. Wenn ich noch ein zweites Ohr hinbekommen würde. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das ist zu groß. Oh shit, das hatte kleine Ohren. Kleine, majestätische Öhrchen. Und die würde ich auch gern wiedergeben, bitte. Dankeschön. So, majestätisch genug. Als nächstes fehlen natürlich noch die Beine. Das habt ihr gut erkannt. Die Beine. So, dann müssen wir jetzt... wir sollten schon auch ein bisschen dreidimensional werden. So. Sind das gute Beine? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist mir egal. Wenn du ein Problem damit hast, dann
raus aus meinem Haus, verdammte Scheiße. Also was? Ich erkenne ein kleines Osterhäschen. Okay, dann die Arme sind... Rawr. Yeah, das sind die Arme, die Oshit es haben würde. Mächtige Pranken, für den Kampf geboren, stirbt für eine gute Sache. Ich recht Oshit es. Am Ende wirst du vielleicht sogar wiedergeboren. Sein Gott. Wer weiß das schon? Ich weiß es. Eventuell. Das kann niemand so genau sagen. So, Arme. Gut. Dann werden wir einen Schritt komplexer. Wir brauchen die Augen. Oh Gott, die Augen. Ja, das ist, das gefällt mir soweit ganz gut. Okay, damit kann ich leben. Dann brauchen wir ein sattes Rot. Denn als nächstes kommt der Mund. Das ist kein sattes Rot. Das ist ein scheiß dunkles Rot. Bam. Der Mund. Der Mund. Okay. Also auf jeden Fall ein Pokémon, mit dem ich mich in der Pokémon-Liga sehen lassen würde, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. So, dann nein, okay. Wir müssen jetzt die Details setzen, okay? Aber jetzt wird es kompliziert. So, schwarze Enden an den Ohren. Die gefallen mir überhaupt nicht. Dann machen wir nochmal. Die gefallen mir überhaupt... Nein! Der Mund! Der Mund bleibt aber! Steht ein bisschen pink hervor. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, gut. Ich glaube, ich habe langsam die Methode raus, wie man das am besten macht. Ich glaube, ich verstehe langsam, wie Tilt Brush funktioniert. Es ist ein ziemlich breites Ohr. Lass mich das mal korrigieren. So. Es ist immer noch scheißbreit. Was auch immer, das muss reichen. Als nächstes braucht Oshit es. Ich denke, ich würde sagen, wir geben ihm mal eine Zunge, damit er es lieben kann. Schmecken. Okay. Dann das Auge. Kleine fette Kugel am Auge. Gut. Sieht aus wie das dumme Derpy-Hasenzähne, aber das ist es nicht. Vertraut mir da. So. Dann würde ich sagen, als nächstes, ja, soweit die Basis. Ich denke, das ist auf jeden Fall... Damit kann man auf jeden Fall arbeiten und es wirft sogar einen Schatten. Das ist ziemlich cool. So, als nächstes sollten wir, denke ich, daran arbeiten, die Kraft, die Oshit es besaß, wiederzugeben. Und zwar mit Hilfe von Super Saiyajin Aura. Yeah. Damit wirst du Freezer besiegen. Freezer wirst sterben. Du kannst nichts gegen Oshit es machen. Nichts, Freezer. Dieser Zug ist abgefahren. Gut, dann noch ein bisschen nach oben so. So ein bisschen die Details. Die sind ganz wichtig. So. Das ist doch eine mächtige Aura. Und dann, was denke ich auch noch wichtig ist, ist die Glut. Die brennende Leidenschaft, die aus Oshit es hinausströmt. Vergesst nie die Leidenschaft, Leute. Darum geht es beim Pokémon-Trainieren. Die Leidenschaft. So. Das ist doch soweit schon mal ganz gut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich will noch ein paar andere Farbtöne mit reinbringen. Mit Hilfe von Feuer. Das klappt ja ausgezeichnet. Majestätisch. Das klappt gut. Dann muss ich da drüben auch welche machen. So. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall die Macht, die Oshit es hat. Und dann sollten wir noch seine toten Feinde an den Boden malen. Feinde wie... ich hab keine Ahnung, machen wir... So. Das ist eine Katze oder so. Als Gelb können wir ein Pikachu machen. Oh, wisst ihr, was das ist? Das ist Pupi-Pikachu. Pupi-Pikachu, mach die Pupi-Attacke. Und er ist auf den Boden gekackt. Oh nein, du bist nicht stubenrein. Dafür wirst du bestraft. Mit Feuer. Oh shit. Das war Ventilator. Mit
Feuer. Brenne, Pikachu. Brenne. Was passiert mit denen, die sich Oshield S in den Weg stellen? Wie kann ich Oshield S noch upgraden? Das ist eine gute Frage. Boah, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Pass auf. Über Oshield S. Das ist sein Vermächtnis. Ein wunderschöner Regenbogen. So schön. Hi, hallo. Hallo. So. Ja, der muss ein bisschen so. Das sieht scheiße aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Komm wieder zurück, Regenbögen. Komm wieder zurück. Shit. Irgendwas müsste ich an Oshield S noch machen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Blutrot. Es ist bereit für den Kampf und seine Hände. Es ist das Blut seiner Feinde. Ah, shit. So macht man kein Blut. Für Blut geht man auf die Splatter. Blut. Yeah. Oshield S. Tropf. Tropf hier auf dem Boden. Das ist das Blut deiner Feinde, nicht deins. Merkt ihr das, Oshield S? Das Blut deiner Feinde. Du hast ihnen die Organe rausgerissen. Dafür werden sie büßen. Und deine Füße sind auch noch ein bisschen bekleckert mit Blut. Wer tut denn so etwas? Ja, das war kein schöner Blutsplitter. Ja, machen wir da einfach ein bisschen am Boden. Ja. Oh, liebe Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Shit und natürlich. Es brennt Pikachu auf dem Scheiße. Ei. Gut, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich würde sagen, das ist ein 1A Oshield S. So wie wir es kennen und lieben. Bei der Macht von Oshield S hat es ihnen die Organe rausgerissen. Das bedeutet Blut. Blut überall. Blut den Feinden von Oshield S. Tod ihnen. Tod, ihr Oshield S-Feinde. Tod. Ich meine, jetzt muss ich Rückgang machen. Ich kann ja noch ein Gift machen, meine ich, Kamera. Hä? Was? Oh, Snapshot? Video? 5 Sekunden GIF. Okay. Oshield S ist ein majestätisches GIF. Achso, ich muss da gedrückt lassen. Dann möchte ich gern wegmüllen. Das war scheiße. GIF trashed. Nein, GIF! Es ist weg. So, jetzt. Machen wir ein GIF draus. Yeah. Okay. Was mache ich jetzt damit? Muss das ganz voll sein mit den 5 Sekunden? Oh, müssen sie. Nein, ich wollte es gar nicht speichern. Ich möchte changen. 5 Sekunden GIF, jetzt. Okay, 5 Sekunden stillhalten. Warum habe ich die Luft angehalten? Yes! GIF wurde gecaptured. Yes! Yes! Wir haben ein Oshield S-GIF. Okay. Ich weiß nicht genau, was das jetzt zur Sache getan hat, warum ich das Video gelassen habe. Ich würde mal sagen, liebe Leute, wenn ihr Vorschläge habt, was ich sonst noch schön als nächstes malen kann, dann schreibt es in die Kommentare, denke ich. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Das GIF werdet ihr bestimmt irgendwo auf Twitter finden. Ich gehe mal wieder zurück zu normalen Shit. Pinsel oder so. Papier. Papier! Yeah. Gut, bis dann. Gute Nacht. Kein Hai mehr. Es ist vorbei, ein für alle Mal. Gut. Ich möchte dich nur einmal auf den Mund küssen, Oshield S. Nur einmal.